Was Gott tut, das ist wohlgetan. Er ist mein Licht und Leben, der mir nichts Böses gönnen kann. Ich will mich ihm ergeben, in Freud und Leid. Es kommt die Zeit, da öffentlich erscheinet, wie treulich er es meinet. Guten Tag, meine lieben Mitmenschen. Herzlich willkommen. Mittwoch, der 27. Oktober. Ich bewundere die Liebhaber des Wortes Gottes und die mit der Heiligen Schrift innig Vertrauten, die nicht nur wissen, was da alles drin steht, sondern die auch immer wissen, wo es steht und die ihren Schriftzitaten dann auch die Fundstelle anheften können. Ich habe solche überwiegend im evangelischen Bereich kennengelernt, aber auch zum Beispiel bei den charismatischen Patres in Indien war das so. Also bei mir ist das leider gar nicht so und wenn, dann vergesse ich es wieder oder ich merke es mir falsch, aber ein paar Stellen kann ich doch auch sagen und Römer 8, 28 zum Beispiel, das vergesse ich glaube ich nicht, da steht zu sehr in einen Satz gebracht das drin, was ich erfahren habe, was ich aus meinem eigenen Leben bezeugen kann und worauf ich meine Hoffnung stelle. Jetzt hören Sie mal bitte. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist, denn er tritt so wie Gottes will für die Heiligen ein. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht. Denen, die gemäß seinem Ratschluss berufen sind. Denn diejenigen, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Die er aber vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen, und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Ja, also der Vers, den ich mir so gut merke, der heißt, denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten, unterstrichen alles. Nicht nur das Gute gereicht ihnen zum Guten, das ist ja vielleicht auch kein so großes Wunder, sondern auch das Zwiespältige, das noch nicht recht Erkennbare und sogar das Schlechte und Schwierige. Groß ist Gott und groß ist der Geist Gottes. Vor allem weitet er unser Inneres und erfüllt es mit seiner stillen Herrlichkeit und seufzt in uns, mit uns und vielleicht auch manchmal öfters über uns. Jedenfalls so, dass Gott ihn verstehen kann. Aber wenn der Geist in unsere Herzen ausgegossen ist, durch die Liebe Christi, dann hört eben Gott nicht nur den Geist, sondern dann hört er auch uns, in denen dieser Geist betet. Denn der gibt sich dazu her, sich ganz uns anzuverwandeln und seine göttlichen Gebete in unserer menschlichen Weise mit unserer Person verbunden vor Gott zu bringen. Sodass wir unfehlbar in unseren Gebeten an das Herz Gottes gelangen. Ein Herz spricht zum Herzen und dort, wo wir eins aus Stein hatten, eins, das hart geworden ist, da macht Gott es wieder lebendig, nimmt das Herz von Stein aus unserer Brust und gibt uns ein Herz von Fleisch, in dem der Geist wirkt. Was Gott tut, das ist wohlgetan, dabei will ich verbleiben. Es mag mich auf die raue Bahn Not, Tod und Elend treiben, so wird Gott mich ganz väterlich in seinen Armen halten, drum lass ich ihn nur walten. Gott segne und behüte Sie alle.